Willkommen zum EMP Rock Invasion WM Special. Zum Thema Fußball und Metal kann es nur einen Experten geben, nämlich Gerre von Tankard. Darum sind wir auch hier in deiner Stammkneipe, dem Backstage in Frankfurt. Das ist die einzigste Kneipe in Frankfurt, wo ich noch kein Hausverbot habe. Wir wollen jetzt heute mal die ganzen Gruppen durchgehen und gucken, wer letztendlich den WM-Titel nach Hause holt. Fangen wir einfach mit der Gruppe A an. Da haben wir Brasilien, Kroatien, Mexiko und Kamerun. Welche beiden kommen weiter? Das ist natürlich eine äußerst schwierige Frage. Brasilien als Gastgeber vielleicht? Brasilien als Gastgeber würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Mexiko ist die Hitze gewohnt. Brasilien, Mexiko kommen weiter. Gruppe B. Spanien, Holland, Chile und Australien. Wir spielen jetzt das erste Mal in Australien im Juli. Ich werde auch das Endspiel in Australien angucken, morgen um 6 oder 7, total betrunken im Hotel. Spanien hat jetzt dreimal was hintereinander gewonnen. Das würde mit dem Teufel zugehen, das gibt es gar nicht, dass die scheiden aus. Ja, in der Vorrunde schon. In der Vorrunde scheiden die aus. Mein Tipp ist Platz 1, Niederlande, die haben viel gut zu machen. Das war eine Katastrophe bei der letzten Europameisterschaft. Ich mache jetzt mal einen kleinen Außenseiter-Tipp. Holland wird Erster, Australien vollkommen überraschend Zweiter, weil die ein sensationelles 2:1 gegen Spanien rausschießen. Torschütze Ben Halloran, das ist mal mein Tipp. Ben Halloran, das genau. Ist cool. Den Namen muss ich mir mehr merken. Und deswegen, diese Gruppe wird auf jeden Fall Sprengstoff bieten, wenn Spanien rausgeht. Spanien fliegt raus, jetzt ist mal Schluss. Das mit diesem Ticker-Tacker-Fußball, das kann kein Mensch ansehen. Ja, jetzt fangen sie in Deutschland auch schon mit dem Blödsinn an, den ich will Kick and Rush sehen. So, Gruppe C, auch relativ schwierig, wie ich finde. Kolumbien, Griechenland, Elfenbeinküste und Japan. Das ist so eigentlich überhaupt keine schwierige Gruppe. Zum Tippen schwierig, finde ich. Nein, finde ich überhaupt nicht schwierig. Kolumbien ist für mich ganz klarer Anwärter auf den Titel. Mhm. Weil ich bin ja ein großer Panini-Fußballalbum-Sammler und das war die erste Mannschaft, die ich in meinem neuen Album voll hatte. Kolumbien geht ganz klar auf 1. Das sind Argumente, oder? Ja, das sind keine scheiß Argumente, das sind Fakten. Ja. Fakten, mein Freund. Griechenland, da spielt Gekas noch, also zumindest habe ich den in mein Album eingeklebt. Das ist zu überaltert. Elfenbeinküste kann ich fast gar nichts zu sagen. Da würde ich gerne mal mit Tankard spielen. Erster Kolumbien, zweiter Japan, weil die sind sehr diszipliniert. Gruppe D, Uruguay, Costa Rica, England und Italien. England wird gute Spiele abliefern, aber hier geht ganz klar weiter. Italien als Erster und Uruguay als Zweiter. Die Gruppe E, unsere Freunde aus der Schweiz, Ecuador, Frankreich und Honduras. Das ist auch eine Gruppe, die äußerst schwer zu tippen ist. Frankreich hat einiges gut zu machen. Ecuador haben wir immer noch nicht mit Tankard gespielt, deswegen werden die Letzter. Das geht halt gar nicht irgendwie. Ja. Schweiz als Erster, denen traue ich einiges zu. Die spielen echt einen guten Ball. Ich würde sagen, Schweiz Nummer 1, Frankreich als Zweiter durch. Für die anderen beiden tut es mir herzlich leid, aber da haben Tankard noch nie gespielt, das geht halt gar nicht. Selber ja. Schuld, wenn sie bei der selber Schuld, ne? Selber Schuld. Kommen wir zur Gruppe F. Argentinien, Bosnien-Herzegowina, Iran und Nigeria. Ja, also ganz klar, Argentinien geht da als Erster durch. Bosnien ist das allererste Mal bei einer WM dabei, finde ich sehr geil. Da sind alle Dämme gebrochen. Bosnien, große Überraschung, Zweiter. Okay, die Gruppe G mit Deutschland, Portugal, Ghana und USA. Hast du neulich das Champions League Endspiel gesehen, wie ja. Ronaldo sich ausgezogen hat und ja. gepostet hat so ein bisschen? Sah fast aus wie wir beide, ne? Nee, das heißt fast, aber fast, auch nur fast. Ja. Ne? Also wir beide sind schon besser durchtrainiert und wer sich da so rumpost irgendwie. Also ist Portugal schon mal raus. Die gehen raus, auf okay. jeden Fall. Bin ich ganz bei dir. Ghana, USA. Beide gleichwertig, würde ich sagen. Deutschland mogelt sich da natürlich irgendwie wieder durch. Die werden im ersten Spiel 1-0 gegen Ronaldo und Co. gewinnen. Erster Deutschland, zweiter USA. Und die letzte Gruppe H. Belgien, Algerien, Russland und Südkorea. Auch eine äußerst interessante Gruppe. Belgien wird ja so als Geheimfavorit gehandelt. Also so geheim ist das dann gar nicht mehr. Haben ja auch einige gute Spieler. Nichtsdestotrotz werden sie durchgehen, als Zweiter allerdings nur in der Gruppe. Erster wird Russland, also die haben schon starke Truppe beieinander. So, dann haben wir jetzt einige Achtelfinalpaarungen da stehen. Das erste Achtelfinale, Brasilien gegen Australien. Australien wird es den Brasilianern äußerst schwer machen. Aber, ja, höre ich da heraus. Wenn es dann kurz vorm Tor für Brasilien ist, wird auch mal ein Känguru oder so über den Platz laufen. Ne? Die Fans sind vollkommen wahnsinnig. Was die 2006 hier in Deutschland veranstaltet haben, war der Hammer. Nichtsdestotrotz wird sich dort Brasilien 2:1 nach Verlängerung durchsetzen. Schade, aber
Hut ab, Jungs, ihr habt geil gespielt. Das zweite Achtelfinale, Holland gegen Mexiko. Also wir spielen ja sehr oft mit Tankard in Holland und ich wünsche denen ja auch, dass sie weiterkommen. Aber trotz Arjen Robben. Ich habe nichts gegen den Mann. Ich meine, er versucht ja alles mit Haarmitteln irgendwie so eine Pracht zu bekommen wie ich. Aber ich glaube, er ist 20 Jahre jünger. Oder deswegen so. Hast du ein bisschen Mitleid, ja. Ich habe ein bisschen Mitleid. Mexiko gewinnt 3-1 nach Verlängerung. Das war mein Wort. Dritte Achtelfinale, Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina. Dort werden sich die Eidgenossen durchsetzen, aber auch Bosnien wird erhobenen Hauptes nach Hause fahren. Das erste Mal bei der WM dabei und im Achtelfinale gelandet, aber der Hitzfeld, der ist ein Taktikfuchs. Dann auch ein heißes Spiel, Argentinien gegen Frankreich. Ein ganz, 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 ganz enges Spiel, so eng wie unsere T-Shirts an unseren Körpern kleben. Argentinien geht weiter. Ein südamerikanisches Duell, Kolumbien gegen Uruguay. Kolumbien ist ja mein WM-Favorit. Kolumbien wird 6-1 gewinnen. Das ist ganz souverän. Das ist mein Wort. Das ist das einzigste Spiel, wo mehr als 3 Tore fallen. Italien gegen Japan. Italien gegen Japan wird ein langweiler Kick sein, weil die Japaner werden sich hinten reinstellen, 0-0. In der 117. Minute wird Balotelli eingewechselt, irgendein Penner schießt ihn an und die kommen 1-0 nach Verlängerung weiter. Dann Deutschland gegen Belgien. Deutschland gegen Belgien ist ein Spiel auf Augenhöhe und es tut mir leid. Aber Jogi packt die Koffer. Jogi packt die Koffer, Führerschein weg, Großkreuz ins Hotel gepinkelt, ist mir ja noch nie passiert irgendwie. Nein, Sicherheit nicht. Also wer so doof ist, fliegt auch gegen Belgien raus, tut mir leid. Und das letzte Achtelfinale, Russland gegen Amerika. Russland-USA, natürlich ein Spiel, zwei Länder, die sich gerade super gut verstehen. Die beiden Weltmächte. Die beiden Weltmächte. Ich weiß nicht, der Cleansey, wenn man damals diesen Film gesehen hat, Sommertraum, wie geile Ansprachen der in der Kabine gehalten haben. Und die Polen, gerade die hauen wir jetzt weg. Also es war taktisch eine Meisterleistung von diesem Typ. Also es ist ein Taktikfuchs. Auch die werden sich im Elfmeterschießen gegen Russland durchsetzen und zwar 9-8. Es wird eine ganz lange Nacht. Wann ist das Spiel und wie viel Uhr? Im Elfmeterschießen dank der Taktik, meinst du? Im Elfmeterschießen, die werden sich ein mieses 0-0 ermauern über 120 Minuten und dann wird, dann werden sie das machen. Ermüde ich dich gerade? Wir sind doch schon im Viertelfinale. Diese Tipperei ist so sinnlos. Wir sind schon im Viertelfinale. Wir sind im Viertelfinale. Jawohl, oh, wie spannend. Jawohl. Das ist doch hier schön auf der Couch, oder? Ein Träumchen hier im Backstage. Hier gucke ich immer Fußball. Schweiz gegen Belgien. Schweiz gegen Belgien, ein innereuropäisches Duell. Also Geografie kann der Gerra, ne? Was? Wahnsinn. Geografie bin ich nicht schlecht. Schweiz nicht in der EU, die haben neulich komisch gewählt. Belgien geht weiter. Belgien. Brasilien gegen Mexiko. Irgendwie wird das Ding wieder hin und her geschoben. Ne? Ich habe auch auf dieses Spiel schon 100 Euro gewettet und die müssen durchgehen. Brasilien geht weiter. Argentinien, Amerika. Hier ist Argentinien eigentlich ein deutlicher Favorit. Es werden nur enge Spiele werden. Außer Kolumbien ist 6-1, wird das alles höchstens mit einem Torunterschied ausgehen. Aber Argentinien geht weiter. Du hast schon Kolumbien genannt. Kolumbien gegen Italien, 6-1 ist dein Tipp. Es tut mir leid für meinen Papa. Aber weißt du eigentlich, warum die ganzen italienischen Jungs alle einen Schnurrbart tragen? Erzähl. Sie wollen aussehen wie Mama. Es tut mir leid für meinen Vater, für meine ganzen Verwandten. Kolumbien geht weiter. So, dann haben wir schon das Halbfinale. Belgien gegen Brasilien. Da sind wir ja fast schon durch. Ein Land im Tränenmeer. Belgien kommt ins Endspiel. Ui. Okay. Zwei in der regulären Spielzeit. 2-1. Das ist mal ein konkreter Tipp. Das zweite Halbfinale Argentinien gegen Kolumbien. Du hast immer gesagt, Kolumbien wäre dein Geheimfavorit. Kolumbien ist mein Geheimfavorit. Das wird ein Spiel mit 4 roten Karten, 2 auf jeder Seite. Und Kolumbien nutzt dann in der 3. Minute der Nachspielzeit eine sensationelle Konterchance und kommt vollkommen unverdient ins Finale. Das hieße, Kolumbien gegen Belgien ist das Endspiel? Kolumbien gegen Belgien ist das Endspiel und das wird in Deutschland für einen Straßenfeger sorgen. Weil? Weil jetzt die ganze Welt weiß, dass Kolumbien mein Favorit war und ich das die erste Mannschaft war, die in meinem Panini-Album, die ich voll hatte. Und natürlich die ganze Heavy-Metal-Welt für Kolumbien hält. Und die werden dieses Endspiel gewinnen und zwar 6-5 nach Elfmeterschießen. Das wird eine ganz geile WM. Das wird eine super geile WM. Unsere heutige Frage an euch lautet natürlich, wer wird Weltmeister 2014? Und nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren.
Falls ihr besondere WM-Shirts haben wollt, zum Beispiel mit Totenköpfen oder Titten, die gibt's bei EMP. Außerdem gibt es natürlich dort von Tanker CDs, LPs, DVDs sowie das brandneue Album RIB sogar im Bundle mit Bierkühler. Klickt einfach auf den Link unten in der Beschreibung. Falls ihr mehr zur WM sehen wollt, klickt unten in der Beschreibung auf den Link von Sendertime. Dort gibt es eine eigene Playlist mit allem Möglichen zum Thema WM. Außerdem gibt es bei Sendertime auch einen offiziellen WM-Ball zu gewinnen mit vielen Unterschriften von bekannten YouTubern. Viel Glück! Und bis zum nächsten Mal sagen Jan und Markus.